Jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, was auch zusammenhängt mit den Restklassen und mit der Zahlentheorie und was Sie auch wieder bei Herrn Martini brauchen werden. Es ist tatsächlich so, dass ich dieses Thema eigentlich nur deswegen mache, weil Herr Martini gesagt hat, es wäre gut, wenn Sie das schon wüssten für die Kryptographie. Das ist der sogenannte chinesische Restsatz. Chinesischen Restsatz nennt man den deswegen, weil der zum ersten Mal auftauchte, das habe ich Ihnen auch ins Skript reingepackt, in einem chinesischen mathematischen Text aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, also auch schon ziemlich alt, die ganze Nummer. Und da steht die folgende Aufgabe, die taucht in verschiedenen Formulierungen immer wieder in der Geschichte auf, also die ist dann bis zum Mittelalter mehr oder weniger in der ganzen zivilisierten Welt verbreitet gewesen. Es gibt auch so eine Variante, wo zum Beispiel das ist glaube ich die, die in Europa meistens erzählt wurde, wo eine alte Marktfrau einen Korb voll Eier hat und dann kommt ein Ritter an und reitet sie um und die ganzen Eier sind kaputt und dann will er sie ersetzen und fragt, wie viele Eier sie hatte. Und natürlich weiß die alte Frau nicht mehr, wie viele Eier sie hatte. Sie weiß aber noch, wenn man die Anzahl der Eier durch 5 geteilt hat, dann kam 3 raus und da solche Sachen, die man sich natürlich merkt, wenn man so einen Korb voll Eier hat. Aber im Prinzip ist das dieselbe Frage. Das erste Mal, dass diese Frage bekanntermaßen in der Literatur auftauchte, war, wie gesagt, bei Herrn Sun Tzu. Und rechts die chinesische Variante in diesem kleinen Rahmen da, links die deutsche Übersetzung davon. Wir haben eine gewisse Anzahl von Dingen, wissen aber nicht genau, wie viele. Also das ist das, was wir rausbekommen wollen, irgendein X. Und jetzt steht da, und das ist ein bisschen komisch, altmodisch formuliert, wenn wir sie zu je 3 zählen, bleiben 2 übrig. Ja, also Dinge, lassen Sie ruhig mal sagen, das ist die Marktfrau mit ihren Eiern. Also die sagt, wenn ich die Eier zu 3 zähle, bleiben 2 übrig. Wie ist das gemeint? Wenn ich sie zu 3 zähle, damit ist gemeint, ich packe sie auf Dreierhaufen. Ja? Oder mit anderen Worten, wenn ich die Anzahl der Eier, also x, das will ich herauskriegen, durch 3 teile, bleibt ein Rest von 2. Also ich weiß, x geteilt durch 3 ist irgendwas, keine Ahnung was, Rest 2. Das ist das, was ich weiß. So, und jetzt lesen wir mal weiter, was da noch steht. Da steht, wenn wir sie zu je 5 zählen, dann bleiben 3 übrig. Also x geteilt durch 5 ist irgendwas, ihr wisst nicht, was es ist. Rest, was steht da? 3. Und dann steht da, wenn wir sie zu je 7 zählen, bleiben 2 übrig. X geteilt durch 7 kommt irgendwas raus, Rest 2. Sie haben schon geahnt, dass das 434 ist. Ja, was können wir damit anfangen? Wir wollen mal versuchen, uns da langsam ranzuarbeiten. Zunächst mal wollen wir das übersetzen in unsere Restklassenschreibweise. Was heißt denn das hier? X geteilt durch 3 ist irgendwas Rest 2. Was bedeutet das für das Verhältnis der beiden Zahlen x und 2? Das eine Meldung? Ja? Dass wir praktisch Modulo 2 haben. Modulo 2, oder? Denken Sie nochmal genau nach. Was ist die Modulozahl, die wir hier in der ersten Zeile stehen haben hier? Ja? Also wir haben Modulo 3 und x und 2 sind in der gleichen Klasse. Genau. Wir rechnen Modulo 3, weil wir ja durch 3 dividieren. Das ist ja die Zahl immer, die den Abstand sozusagen angibt. Und genau wie Sie sagen, die sind in derselben Klasse. Das heißt, dieses Ding hier, die erste Gleichung, die hätten wir auch so schreiben können. X ist kongruent zu 2 modulo 3. So haben wir das ganz am Anfang geschrieben. Oder wir könnten auch stattdessen schreiben, das ist einfach nur dasselbe nochmal anders hingeschrieben. Wir hätten auch schreiben können, die Restklasse von x bezüglich 3 ist dasselbe wie die Restklasse von 2 bezüglich 3. Das ist auch, also wir haben jetzt 3 verschiedene Arten und Weisen, dieses Ding hier hinzuschreiben. Und genauso können wir jetzt weitermachen mit der zweiten Gleichung hier. Da rechnen wir jetzt Modulo 5. Ja? Also was bei diesem chinesischen Restsatz vielleicht noch ein kleiner Schritt von dem letzten Abschnitt ist, ist, dass wir jetzt jedes Mal in jeder Zeile in einer anderen Restklasse rechnen. Hier rechnen wir Modulo 3, hier Modulo 5, hier Modulo 7. Also die zweite Gleichung
könnte man schreiben als x, wenn ich modulo 5 rechne, soll 3 ergeben. Und dann haben wir noch die dritte Gleichung. Die hier. Die könnte ich schreiben, mache ich mal hier drunter, als wenn ich modulo 7 rechne, dann soll wieder 2 rauskommen. So. Dieses Ding hier, was hier steht, nennt man ein Kongruenzsystem. Der Begriff steht auch irgendwo im Skript. Und sowas würden wir gerne lösen können. Und ich möchte jetzt erstmal damit anfangen, Ihnen so eine gewisse grafische Intuition dafür zu geben, wie diese Lösungen wohl aussehen könnten. Und dann werden wir uns danach ein Verfahren anschauen, wie man sowas immer lösen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Und das, was die Chinesen damals schon wussten, war dieses Verfahren. Also die haben nicht nur die Aufgabe damals hingeschrieben, sondern die hatten vor 2000 Jahren tatsächlich schon diesen Algorithmus, den ich Ihnen gleich zeigen werde, wie man das immer lösen kann. In diesem speziellen Fall ist es tatsächlich so, Sie könnten mal ein bisschen rumprobieren und würden dann irgendwann eine Lösung finden. Das ist nicht so dramatisch. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Das ist in diesem Fall eine relativ einfache Aufgabe. Sie können das auch mit viel größeren Zahlen machen und dann wird das natürlich viel komplizierter. Aber fangen wir erstmal an und überlegen uns, wo denn diese Zahlen überhaupt zu suchen sind, dieses x, was wir da finden wollen. Ich habe eben schon gesagt, diese Zahlen, weil sich nämlich herausstellen wird, es gibt nicht nur ein x, was diese Gleichung löst. Es wird mehrere geben. Ja? Und zwar werden wir sogar feststellen, das können wir uns auch im Prinzip grafisch vorstellen, dass es unendlich viele Lösungen geben muss. Trotzdem sind die meisten Zahlen natürlich keine Lösung von diesem Ding. Wir können ja mal einfach, also nicht, dass Sie jetzt denken, es ist egal, was ich einsetze. Setzen Sie mal für x 10 ein. 10, wenn Sie das in den Dreier-Restklassen rechnen, dann kommt hier 1 raus und hier 2. Das stimmt schon nicht mehr. Also 10 zum Beispiel kann keine Lösung sein. Ja? Also Sie können nicht irgendwas nehmen. Aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele, nämlich unendlich viele Lösungen. Ich male Ihnen mal einen Zahlenstrahl hin. Da muss ich jetzt so ein bisschen knapp kalkulieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn. So. Jetzt überlegen wir uns mal Folgendes. Gucken wir uns mal nur die erste Gleichung an. Wenn es nur um die erste Gleichung ginge und ich dafür eine Lösung suchen müsste, dann würden Sie hoffentlich sofort eine Lösung für x wissen, oder? Ja, zum Beispiel? 2. Hm? 2 würde auf jeden Fall gehen. Und natürlich wissen Sie dann, wenn 2 eine Lösung ist, dass Sie auch noch andere Lösungen haben, weil wir rechnen ja modulo 3. Wenn 2 eine Lösung ist, dann ist alles, was 3 Schritte nach rechts liegt, zum Beispiel 5, auch eine Lösung. 5 geteilt durch 3 ist 1, Rest 2, kommt der gleiche Rest raus. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen, ist das auch eine Lösung und das ist auch eine Lösung und das ist auch eine Lösung und das ist auch eine Lösung und das gleiche hier. Also wenn ich, eine Lösung habe ich auf jeden Fall, die steht quasi schon da. Wir reden nur über die erste Gleichung jetzt. Dann habe ich automatisch eine Riesenmenge von Lösungen, weil ich ja immer in Dreier-Schritten nach rechts oder links gehen kann. Das war die erste Gleichung. Jetzt vergessen wir mal wieder die erste Gleichung und tun so, als gäbe es sie gar nicht und gucken uns nur die zweite Gleichung an, also die hier. Da können wir jetzt genauso vorgehen. Wir können sagen, wenn ich nur die zweite Gleichung lösen will, dann ist auf jeden Fall ja 3 eine Lösung. Steht ja hier. 3 würde passen. Ne? Und jetzt habe ich, weil ich ja in diesem Fall modulo 5 rechne, die Möglichkeit, in 5er-Schritten nach rechts oder links zu gehen. Also wenn das hier eine Lösung ist, und das ist garantiert eine Lösung, dann ist auch 1, 2, 3, 4, 5, das eine Lösung. Aha, schauen Sie mal. Jetzt habe ich hier eine Zahl, nämlich die 8. Die würde schon sowohl die rote als auch die blaue Gleichung lösen. Aber ich mache mal weiter. Jetzt gehe ich noch 5 Schritte weiter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier in die Richtung vorsichtshalber auch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aha. 1, 2, 3,
4, 5. 1, 2, 3, 4. Na gut, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Vielleicht sollten wir nochmal, bevor wir uns die dritte Gleichung vornehmen, einen Moment innehalten und uns diese beiden Stellen hier angucken. Hier haben wir einen Punkt, wo wir eine Lösung für beide Gleichungen haben. Hier haben wir auch so eine Stelle, wo wir eine Lösung für beide Gleichungen haben. Das hier ist die Zahl 8. Das ist die Zahl minus 7. Woran liegt das? Beziehungsweise was können Sie da sehen? Meinen Sie, dass das noch öfter passieren wird, dass die beiden sich treffen? Ja? Die liegen genau 15 Stellen auseinander. Was genau 3 mal 5 wäre? Genau. Der Abstand von diesen beiden Zahlen, von diesen beiden Pfeilen hier, ist 15. Und 15 ist 3 mal 5. Das ist natürlich kein Zufall. Sie springen, wenn Sie der roten Linie folgen, in Dreiersprüngen. Und wenn Sie der blauen Linie folgen, springen Sie in Fünfersprüngen. Und die werden sich immer alle 15 Schritte, alle 3 mal 5 Schritte treffen. Das klappt natürlich nur deswegen, weil 3 und 5 beides Primzahlen sind, die keinen Teiler gemeinsam haben. Wenn ich jetzt statt 3 und 5 zum Beispiel 3 und 6 gehabt hätte, dann würden die sich alle 3 Schritte treffen und nicht alle 18 Schritte. Ja? Okay? Gut, das können wir mal wieder wegmachen hier. Merken wir uns aber mal. Ach nee, jetzt brauche ich nochmal eine Farbe. Und zuletzt diese hier, und das gleiche Spielchen nochmal, war jetzt ja ganz klar. Wir gucken jetzt, wie könnten wir, wenn es nur um die grüne Gleichung ginge, die alleine lösen. Mit 2 geht das. Und jetzt können wir in 7er Schritten nach rechts und links hoppeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt bin ich in der gleichen Situation, in der der Herr Fermat war, von dem ich Ihnen gestern erzählt habe. Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine Lösung, aber leider ist dieser Bildschirm nicht groß genug, um die Lösung zu zeigen. Also wenn Sie weit genug nach rechts oder links gehen, gibt es irgendwann eine Lösung. Sage ich mal so. Ist ja eigentlich, was wollten Sie sagen? Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Also ich glaube Ihnen, dass Sie die Lösung wissen, aber mir geht es eigentlich mehr darum, Ihnen zu sagen, wie man auf die Lösung kommt. Also was wir uns jetzt vorstellen können, ist, wenn ich weit genug nach rechts oder links gehe, dann tritt irgendwann mal der glückliche Fall ein, dass Blau, Rot und Grün übereinstimmen. Ja? Die Frage ist, muss das wirklich klappen? Das ist ja zunächst mal so. Also vielleicht klappt das ja gar nicht. Ja? Also unter welchen Bedingungen klappt das denn? Wovon hängt das ab? Das würde ja bei dem Fall eintreffen, wenn ich es gibt ja eine Zahl, die ich aus den Primzahlen mit 3, 5 und 7 kombinieren kann. Ja. Und da müsste ich ja treffen. Ja. Also es hängt zum Beispiel damit zusammen, dass ich da Primzahlen habe. Dann klappt es immer. Wenn diese Zahlen wie hier 3, 5 und 7 Primzahlen sind, dann klappt es. Wir werden sehen, dass wir das sogar noch ein bisschen abschwächen können. Man braucht nicht mal unbedingt 3 Primzahlen, sondern es reicht, wenn diese Zahlen alle paarweise teilerfremd sind. Das werden wir gleich sehen. Aber ich werde trotzdem noch mal ein bisschen hier weitermachen und Ihnen nicht gleich diesen Algorithmus sagen, sondern ich will Ihnen stattdessen sagen, wie man da im Prinzip auch zu Fuß drauf kommen könnte. Also wie man mit dem, was wir schon wissen und rumprobieren und nachdenken, drauf kommen könnte. Aber als allererstes nochmal, wir haben ja eben schon gesehen, dass wir hier diese Lösung und diese Lösung hatten und die lagen 15 auseinander, weil das 3 mal 5 ist. Und natürlich ist es logisch, dass wenn ich zwei Punkte habe, die 3 mal 5 mal 7 auseinander liegen, dass wenn ich dann eine Lösung gefunden habe, ich gleich unendlich viele habe. 3 mal 5 mal 7 ist 105, hoffentlich. Wenn ich eine Lösung gefunden habe, dann muss 105 Schritte weiter rechts noch eine weitere Lösung liegen. Und 105 Schritte weiter links muss auch noch eine Lösung liegen. Und das kann ich in beide Richtungen beliebig oft weitermachen. Also, was ich am Anfang gesagt habe, es ist logisch, wenn es eine Lösung gibt, dann gibt es gleich unendlich viele. Was wir noch nicht wissen, aber hoffen, ist, obwohl Sie wissen es schon, aber wir wissen es noch nicht, ob es eine Lösung gibt. Und das werden wir uns jetzt